Hallo Programmierfreunde, ich bin die Roger. In diesem Video gehen wir die hier machen. Das ist ein Do-Loop. Und was macht das? Das macht natürlich etwas sehr Einfaches. Wenn ich hierauf klicke, dann passiert das hier. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 und weg ist hier. Und die hier natürlich geht die andere Kante auf. Das ist hier 5, 4, 3, 2, 1 und weg ist hier. Wie funktioniert ein Do-Loop? Also, dann gehen wir hier nach die linke Seite. Ich habe hier i deklariert wie ein Integer. Und hier habe ich i und hier brauchte ich die i. Darum habe ich die hier deklariert. Dann habe ich hier hinter diesen Push-Button, die hier, habe ich i ist gleich an 0. Und dann habe ich hier do. Also, das heißt die Do-Loop. Und die läuft, bis i gleich ist an 5. Und wie kann man das machen? Ja, sehr einfach. Man sagt hier, i ist gleich an i plus 1. Also er beginnt mit 0. Also hier steht eigentlich das hier. Ich werde es mal zeigen. Eigentlich steht das hier. Und hier sagt er, i ist 0 plus 1. Und dann geht er nach das hier, dann zeigt er das hier in ein Messagebox. Ein Messagebox, unter am Fenster kann man lesen, dass ein Messagebox ein String Value ist. Also man muss die i, das ist ein Integer, ein Zahl, muss man umsetzen nach ein String. Und das macht man mit str. Und das ist nur ein Zahl umsetzen nach ein String. Und dann sagt man hier, i ist gleich an 0 plus 1. Das hier ist 0. Also, dann mache ich das natürlich wieder die i. Und die i heißt jetzt 0. Also, 0 plus 1 ist 1. Also, das ist kein 5. Also, dann sagt die Loop, ja, das ist kein 5. Ich muss noch einmal hier hin. Also, dann geht er nach hoch. Und dann sagt er, du, i ist gleich an 1 plus 1. Und dann bekommt die i hier die 2. Und dann sagt er, i ist, muss gleich sein an 5. Also das ist 2 nicht. 2 ist kleiner dann die 5. Dann sagt er, naja, dann mache ich das noch einmal. Und dann sagt er wieder, i ist 2 plus 1. Das 3, das ist immer kleiner dann die 5. Also da muss die noch einmal hoch. Und da sagt er 3 plus 1 und das ist natürlich 4 und 4 ist kleiner dann die 5. Also da musst ihr das noch einmal versuchen und das geht weiter bis i gleich ist an 5. Und dann stoppt diese Loop. Wenn man das nicht stoppt, dann geht das, dann wird das sehr lange dauern, bis er stoppen wird. Warum? Er wird hier immer ein aufsetzen und dann bekommt man 5 plus 1, 6 plus 1 und so weiter. Und das möchten wir natürlich nicht. Ein Loop muss man irgendwo stoppen. Dann gehen wir nach die andere Button. Das ist diese hier. Die. Und die macht das hier. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt ist, wenn ich hier wieder aufklicke, dann ist i ist 1 minus die 1 und dann ist er gleich an 0. Und dann stoppt diese Loop. Voilà. Und hier sagte ich, dass i ist gleich an 5. Und dann sagte ich hier, du und dann die Message Box und dann wieder die String Conversion. Und dann sage ich hier, i ist i. Minus die 1, also 5 minus die 1 steht hier und das ist natürlich größer denn die 0, also dann sagt das die Loop, die sagt, ja, hallo, das muss ich noch einmal versuchen. Also dann geht er wiederum hoch, dann geht er 4 minus die 1, das ist 3, das ist noch immer größer, dann geht er wiederum hoch und so weiter, bis i gleich an 0 ist. Und das ist eigentlich alles, was dazu gibt. Und das hier kann man hier aufsuchen, dann geht man nach die Help-File, dann klickt man drauf und dann schreibt man hier in das Fenster str und dann bekommt man das hier,
Und da kann man lesen, wie das funktioniert mit einem String, ein Value umsetzen nach einem String und so weiter. Und das ist eigentlich alles, was dazu gibt. Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Video.